Ne? Das macht ja auch Sinn, wenn man die Kopfhörer anzieht zuerst. Hallo, hallo, meine Lieben. Kurz mal einmal hier die Linse reinigen. Wie sieht das schon wieder aus? Jetzt. Einen wunderschönen guten Abend, meine starken, starken Stimmen. Wir sind wieder live back on track. Und euer Lieblings-Vocal-Coach ist wieder am Start. Er hat in das Studio umgerichtet. Seht ihr mein neues Regal? Ich weiß ja nicht, wer mich verfolgt, aber ich habe ein neues Regal. Mhm, habe ich selbst gemacht, danke. Dafür möchte ich keinen Applaus, weil es war ziemlich einfach, aber allgemein. Ich habe zwei linke Hände ohne Ende. Heute geht es rund um das Thema, wie gehe ich eigentlich strategisch und wie gehe ich strukturell und richte ich auch einen Song an. Das machen wir hier im Unterricht. Und ich möchte hier nochmal ganz kurz vorweg sagen, die Gesangsausbildung startet ab dem 2. Oktober. Ich habe vorhin ein Video gemacht auf Instagram zum Thema Rock-Sounds, wie man da rockige Sounds kreieren kann. Und Thema Technik und Anatomie wisst ihr ja, da ist ja mein Herz sowieso immer mit dabei und auch im Unterricht. Ich würde mal sagen, wir legen los. Und zwar, wie geht man überhaupt systematisch an einen Song ran? Wie übt man als Sängerin einen Song? Der große Fehler, den ich hier am meisten sehe, also wirklich ich auch pauschal würde ich mal sagen, ist, dass die Sängerinnen den Song einfach durchsingen. Die singen von A bis B den Song durch. Nehmen wir mal an, du singst jetzt Adele, du singst das Rolling in the Deep und du singst das in einem Zuge durch. Und der erste Fehler ist schon, dass die meisten sich nicht aufnehmen. Die meisten nehmen sich auf dem Sprachrekorder nicht auf, nehmen sich auch mit der Kamera nicht auf und die meisten hören das sich selber auch noch nicht mal an. Also so ein bisschen wie ein Fotograf, der rausgeht, Fotos schießt und dann im Eck sich die Fotos selber gar nicht anguckt. Also der wichtigste Punkt ist, Nummer eins, strategisch, du nimmst dich erstmal auf. Und dann fängst du an, in Zeilen schreiben. Das ist systematisch. Wir nennen das jetzt hier technisch und systematisch. Das heißt, du hast zwei Zeilen von dem Adele. Wie geht der erste? Wie geht das? I let it fall, my heart, and is it fell, yours to claim it. Das ist jetzt set fire to the rain. Und wir machen jetzt mal Adele rolling in the deep. There's a fire starting in my heart. Punkt. Das nimmst du jetzt erstmal und dann hörst du es dir selber an und dann merkst du schon, okay, das hört sich vielleicht irgendwie nicht gut an. Und dann starten wir mit den Vokalen. Das heißt, wir fangen an, die Vokale zu ergänzen, zu modifizieren. Weil erstens singen wir hier im Englischen. Englische Vokale sind nicht dieselben Vokale wie im Deutschen. Das heißt, wir müssen in jeder Sprache wechseln. Das heißt, wir starten und sprechen in eine ganz, also ne, Deutsch, Englisch. Im Deutschen ist die Zunge und der Zungenrücken mittig. Im Englischen ist es mehr angehoben. Ich hatte das genau heute mit meiner Mastertrainerin gehabt. In der englischen Sprache ist die Zunge weiter vorne, weiter oben in der Wurzel. Aber im Deutschen haben wir es hier weiter unten. Auch da kann die Zunge leicht, nehmen wir mal an, jemand kommt aus Österreich mit Dialekt, dann wird der Zungenzug oder das Setting von der Produktion des Tones eher weiter unten sein. Das heißt, was wir wollen, ist jetzt erstmal, das kommt jetzt als nächstes zu den Tipps, ne? Wir wechseln die Sprache und Adele macht Cursive Singing. Ja? Adele macht There's a fire, there's a fire. Das heißt, sie hat oralen Twang mit dabei. There's a fire. Das sind also Vokale, das nennen wir Diptongs, aneinander angebunden. There's. Also es ist nicht there is a fire, sondern there's a fire. Und das dürfen wir auch nicht unterschlagen. Das heißt, hier geht es einmal um die Vokale. Ich muss sie jetzt anbrechen. Und dann muss ich erstmal auch schauen, dass ich auch Twang reinbekomme. Sonst klingen wir wie Deutsche, die Englisch singen. There's a fire starting in my heart. It's not gonna work out. Ja? Strukturiert bedeutet erstmal, wir gucken uns die Vokale an. Und das gilt auch für die High Notes. Denn der Ursprung von Vokalmodifizierung war eigentlich bei den High Notes. Jetzt haben wir den Chorus von dem We could, oh, oh. Wie setzen wir denn jetzt an? Machen wir es jetzt zu einem O? Oh, we could have had it all. Ist ein bisschen eng, eventuell nur das reine O. Das heißt, der Sänger merkt jetzt, es geht jetzt in die High Note. Und da muss der Vokal ergänzt werden. Warum? Weil der Sänger brechen wird. Der Sänger bricht ab, es wird zu eng, er drückt, er pusht, er quetscht. Und das ist der Hauptgrund, warum wir Vokale angleichen. Adele selber macht ein OA. We could have had an O.
Du kannst auch ein A-O machen oder O-A oder kannst auch nur ein O machen. We could have had it all. Aber da ist auch irgendwie ein leichtes A mit dabei. Oh. Also was ist es jetzt? All ist A. Oh. Ist in Richtung O. Oh. Also was ist es? Und das ist auch natürlich die Lassen. Vielleicht mag der Sänger ja gerne O-Vokale. Das ist ja völlig okay. Nur jetzt geht es darum, wenn du die High Note singst und du merkst, an der High Note wird es dir zu eng, dann musst du die Vokale modifizieren. Und dann musst du schauen, wie mache ich das? Scheiß da drauf, wie die Adele das macht. Das ist so macht es die Adele. Aber für dich ist das jetzt wichtig, weil es ist auch eine High Note, das ist eine hohe Belting Note. Genau. Das heißt, in erster Linie Vokale modifizieren. Hallo meine Lieben, warum liegt Stroh? Weiß ich nicht. Ist nicht der richtige Sender für Stroh. Aber es ist, Es ist auch, übrigens gucken auch Kinder, ja. Das ist erstmal so der Punkt, genau. Das heißt, wir modifizieren die Vokale. Und dann im nächsten Schritt modifizierst du und dann nimmst du das Ganze nochmal auf mit dem Sprachrekorder und hörst es dir an. Dann kommt der zweite Punkt, deine Zunge. Ich habe nämlich heute eine Gesangsanalyse gehabt. Bei mir könnt ihr eine Gesangsanalyse kaufen, wo ich den Gesang analysiere, euch Tipps gebe und Übungen. Und ich bekomme jede Woche Gesangsanalysen von Sängerinnen und analysiere den Gesang. Und da fallen mir immer verschiedene Sachen auf. Aber eine Sache ist ganz häufig der Fall, die Zunge. Viele klingen super muffig. The day fire starting in my heart, reaching a fever pitch. What? Nochmal, Hola, ich habe dich nicht verstanden. Weil A, du hast die Zunge gar nicht artikuliert. There's a fire starting in my heart, reaching fever pitch, fever pitch. And it's bringing me out the dark. Wow, das ist eine Menge Zungenübung hier. Viele benutzen nicht die Zungenspitze bei der Artikulation. Viele haben die Zunge zu flach. Ich drückt man, quetscht man, pusht man auch, wird luftig. Ne? Muss es einmal einen Schluck von meinem Kaffee trinken, sonst ist... My God, wow, man... trockener Hals, nicht Spaß. Ja, schön heißer Kaffee bei 30 Grad in Hamburg. Kann man machen, ne? Das heißt, der nächste Punkt ist, wenn du richtig übst, du musst identifizieren, wo deine Fehler sind. Also wo sind deine Fehler beim Singen? Und das kannst du, wenn du das aufnimmst, dann hörst du, okay, du bist zu luftig. There's a fire setting in my heart. Herzlichen Glückwunsch, du wirst es durch diesen Song nicht schaffen. Du bist zu luftig und dadurch wirst du müde und kommst nicht durch. Oder du bist vielleicht zu quetschig. There's a fire starting in my heart, reaching. Wow, du hast gequetscht. Du musst also dich raushören, wenn du jetzt alleine bist und du hast keinen Vocal Coach, der dir hilft, musst du herausfiltern, wo die Probleme liegen. Ne? Der andere Punkt, ja, also du kannst luftig sein, quetschen, die Zunge ist muffig. Das heißt, Fehler identifizieren. Und dann fängst du an, das korrigieren und dann musst du in die Wiederholung gehen. Das heißt, du korrigierst, there's a fire starting in my heart. Und das muss so lange sitzen, Positionierung mit den Vokalen, mit der richtigen Ausrichtung. Und das musst du dann üben. Und solche Stellen, und das ist die Wahrheit, solche Stellen muss man teilweise bis zu 20 Mal üben, damit man Muskelgedächtnis kreiert. Ne? Also bis zu 20 Mal muss man wirklich immer und immer und immer wieder reingehen, bis man ein Muskelgedächtnis hat. Dann kommt der nächste Punkt, das ist ja so strukturiert, ist, welche Facetten und Effekte will ich reinbringen bei Adele? Gerade gesagt, hauchig, startest du vielleicht normal und dann hauchst du es ab. There's a fire starting in my heart. Oh wow, das ist cool. Oder machst du es zuerst hauchig und dann klar. There's a fire starting in my heart. Oder machst alles nur soft. There's a fire starting in my heart. Machst du einen Riff rein. There's a fire starting in my heart. Passt jetzt natürlich nicht, weil wir haben keine Zeit für einen Riff. Starting in my heart. Das wird die Melodie aber brechen. Starting in my heart. Yeah. Das heißt, das wird die Melodie einfach brechen von dem Song. Ja, meine Lieben, gibt es irgendwie erstmal Fragen so zwischendurch? Does someone have a question here? Es sind irgendwie auch super viele Leute auf einmal drin, ne? What is going on? Bin ich auf meinem deutschen Kanal oder meinem englischen Kanal?
Ich weiß es gerade nicht. Eigentlich müsste ich auf meinem englischen Kanal, deutschen Kanal sein. Ja, genau. Das ist also erstmal dazu, wie geht man also richtig ran. Im nächsten Schritt schaut man, was möchte ich für Facetten und Effekte hier reinbringen. Weil das reichert dann den Gesang an. Das ist also richtiges und systematisches Üben, wie man wirklich anfängt, strukturierter zu arbeiten. Yes! Wenn keiner eine Frage hat, dann ich gehe zu Instagram und ich mag weiter auf Instagram, because of Instagram, I want to go live as well. Können wir nicht als nächstes was von 18 Straßenbande analysieren? Hat eine englische Stimme. Also 18 Straßen, also 187 Straßenbande, habe ich ewig lang nicht mehr gehört. ich habe die selber gehört, wo ich wahrscheinlich in deinem Alter war. So. Und wir haben schon echt witzige Songs. Eine Bekannte von mir war in Hamburg auf dem Konzert. Aber können sich ja wenigstens mit Humor nehmen, das ist das Gute, ne? Aber ohne Witz, man könnte die auch analysieren. Logisch kann man die alle analysieren. Also am besten von den Rappern zu analysieren, ach, da gibt es so viele. Also ich immer Apache würde man schon sagen, er ist ein Rapper, ich würde sagen, er ist ein Mix. So. Apache haben wir auch auf den Kanal analysiert. Raf Camora könnte man eigentlich auch analysieren, aber ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen meine Generation noch. Ja, wen gibt mal Ufa, glaube ich, oder so analysiert? Ja, was er da so gesanglich macht, ne? Warburger Prinz, ja. Auf jeden Fall können wir so den einen oder anderen auf jeden Fall analysieren. Ich habe Shirin David hier auch ganz viele analysiert, selber rappt und euch gezeigt, wie das geht. Falls sich jemand für Shirin David interessiert und es selber rappen will, ich habe auf meinem Kanal ganz viele Videos dazu. Ne? Eigentlich könnte ich mal ihre neue Single auch analysieren. Ja, meine Lieben, gut. Ich gehe jetzt rüber zu Instagram und ich freue mich dort, euch dort auch zu sehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Und hinterlasst mir doch mal ein Abo und auch ein Like. Und ich freue mich, euch im nächsten Live-Video zu sehen und genau in den Kontext zu gehen. Gut, ich bin auch übrigens auf TikTok. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen, starken Abend. Und wir sehen uns auf Instagram oder beim nächsten Livestream. Alright, thank you so much. Danke. Schönen Abend noch. Tschüss. Ciao.